es war natürlich schon so, dass man gewusst hat vor dem Spiel, wenn man das Spiel hier gewinnt, dann kann man was erreichen, was noch keine Mannschaft in Deutschland geschafft hat. Und das war schon auch zu merken, aber ich denke, wir haben es gut gemacht und sind sehr froh darüber, dass wir so die Saison beenden konnten. Wie gehen Sie mit dem Bewusstsein um, zu wissen, besser geht's nicht mehr? Ja, wir haben alle Titel geholt. Wir haben ja den Supercup auch noch gewonnen. Von daher geht's nicht besser. Ich sehe schon noch ein paar Möglichkeiten, aber ich glaube, da ist heute nicht der Tag dazu da, um da zu übersprechen. Ich finde es schön, dass die Geschichte auch von unserem Trainer abgerundet ist und jetzt genießen wir den Moment. Wir sind noch mehr zusammengewachsen. Vielleicht auch wegen der Enttäuschung von letzter Saison, aber ja, das ist eine super Mannschaft. Und, ja, das ist, ich bin wirklich stolz, da Teil von dieser Mannschaft zu sein. Ist denn noch ein bisschen Puste da zum Feiern? Ja, aber nur ein klein bisschen noch. Man noch dazu sieht, wie die Mannschaft über das ganze Jahr konstant Fußball gespielt hat, erfolgreich Fußball gespielt hat. Wir haben 91 Punkte in der Liga geholt. Wir sind am 28. Spieltag schon Meister geworden. Wir haben die Champions League gewonnen, den Pokal gestern. Also das hätten wir uns sicher vor der Saison nicht erträumt.